Hallo, Dad. Es kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit her. Ich war gerade mal 1 Meter und ein bisschen. Hab vielleicht 25 Kilo gewogen, aber war von Kopf bis Fuß dein Sohn. Wenn ich am Samstag morgens mit meinem Dad zur Arbeit gegangen bin und wir stiegen dann immer in deinen großen grünen Truck. Und ich dachte, dein Truck wäre der größte im ganzen Universum. Ich weiß noch, wie wichtig die Arbeit war, die wir machten. Als wären ohne uns die Leute alle erfroren. Für mich warst du der stärkste Mann der Welt. Ich bin 42 Jahre alt und endlich habe ich begriffen, was du mir damals sagen wolltest. Vor so vielen Jahren. So vielen Jahren. Jetzt verstehe ich es endlich. Du bist der beste Dad. Ich wünschte nur, ich hätte mehr für dich tun können. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Wie dem auch sei. Mögest du immer Rückenwind haben und stets Sonnenschein im Gesicht. Und mögen die Schicksalsstürme dich hinauftragen, auf dass du mit den Sternen tanzt. Ich liebe dich, Dad. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst besteht darin, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Dich klein zu machen, nur damit sich andere um dich nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die andere. Der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Er ist uns allen vorherbestimmt. Das ist unser Schicksal. Willst du dich nicht verabschieden? Das ist kein Abschied. Wisst ihr, während wir uns dem Ende dieses Lebensabschnitts nähern, stellen wir fest, dass wir immer mehr die guten Zeiten in Erinnerung behalten und die weniger guten versuchen zu vergessen. Und wir stellen auch fest, dass wir uns plötzlich über die Zukunft Gedanken machen. Wir machen uns Sorgen. Wir sagen uns, was soll ich machen? Wo werde ich denn wohl in 10 Jahren sein? Ich kann euch dazu nur sagen, hey, seht mich an. Bitte, macht euch nicht zu große Sorgen. Denn letzten Endes verweilt keiner von uns sehr lange auf dieser Erde. Das Leben fließt dahin. Und wenn ihr traurig sein solltet, dann richtet eure Augen zum Himmel hoch, wenn die Sterne in einer lauschigen Sommernacht leuchten. Wenn dann eine Sternschnuppe die pechschwarze Nacht taghell erleuchtet, dann wünscht euch etwas und denkt an mich.
Macht aus eurem Leben etwas Besonderes.